Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen, ja, bei mir ist es Abend, bei euch wahrscheinlich eher Mittag, ja, je nachdem, wann ihr dieses Video dann eben auch schaut. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, kann man ja auch sagen. Heute gibt es eine Folge Podcast-Timo, beziehungsweise Podcast-Bimo, könnte man schon sagen. Ich glaube, ich habe diesen Skin noch nie gespielt in-game, muss ich tatsächlich sagen. Das heißt, ja, ich habe schon mal eine Folge Podcast-Talon gemacht. Worum geht's in diesem Game, beziehungsweise was ist die Idee? Podcast kennen wir alle, ne? Ist einfach reden. Das heißt, der Fokus liegt hier. Ich habe mir so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, die wir abarbeiten werden. Wir werden vor allem viel reden, wie in so einem Podcast quasi. Also rein theoretisch könntet ihr auch das Bild ausmachen oder es einfach nur hören. Es ist halt, ja, Podcast mit Gameplay, aber wichtig, der Fokus liegt hier nicht auf dem Gameplay. Also, die Idee, die ich hier habe, ist natürlich so ein Full-AP-Mage-Böller-Timo mit Dark Harvest. Das ist die Idee. Und das könnte natürlich auch definitiv lustig werden. Ne? Das heißt, es ist quasi so ein Bonus obendrauf. Aber natürlich, wenn man viel redet, kann immer passieren, dass es halt übelst in die Trousers geht. Warum gerade Timo? Ich habe mir gedacht, es wird ja jetzt bald eh das Rework, beziehungsweise... Ja, also mit Timo lassen sich wirklich viel Zeit. Es ist immer auf dem PBE, aber es wird immer und immer wieder geschoben quasi. Also man ist sich da noch nicht ganz sicher, will da noch nichts. Oh lol, er wirft eine Fliege oder sowas, eine Biene wahrscheinlich. Sah ein bisschen crazy aus. Also will man sich noch ein bisschen Zeit lassen, finde ich auch in Ordnung. Aber ja, deswegen, ich kann es noch nicht ganz erkennen, aber bei ihm flauschen da ganz viele bienenmäßige Dinger rum. Runterhin habe ich natürlich noch Gathering Storm mitgenommen, die CDR, damit das halt wirklich richtig böllert, ne? In der Mitte macht das ja auch immer Spaß, so, wir packen nochmal Punkt in die E rein, jetzt böllert das langsam auch und sobald wir ihn in Dark Harvest Range bekommen, habe ich richtig Bock, ne? Ja, ich würde sagen, fangen wir mal an, ein bisschen zu reden und zwar heute ist nämlich was Aktuelles passiert. Oh, erstmal Dark Harvest, oh geil! Ja, wie wäre es denn hiermit? Das ist auch okay. Ne? Fokus liegt nicht auf dem Gameplay, wie gesagt, aber heute Nacht ist was passiert, was schon mal passiert ist. Und zwar, ich bin ja, wie einige von euch wissen, ein Lava-Mensch. Das bedeutet, mir ist immer warm. Also, man könnte meinen, wenn ich so sage, ja, hey, ne, ich kann nur nackt schlafen, beziehungsweise mit Boxershort, also kein Tanktop, kein Shirt, keine Hose, nur Boxershorts. Da könnte man sagen, ja, Tobi, das sagst du nur, damit, wenn du dann mal irgendwann bei den Frauen bist, ne, damit du da nackt liegen kannst. Das ist Quatsch. Ich bin tatsächlich ein Lava-Mensch. Das bedeutet... Mir, also alles, was mehr als Tanktop ist, da wird mir schon viel zu warm. Ne, hier so das Setup ist gerade, ist schon fast zu warm, das ist gerade so in Ordnung, muss man sagen. Und mir ist es passiert, dass ich nachts um 3 Uhr aufgewacht bin und mir war gigamäßig kalt. Mir war unglaublich heftig, also erstmal konnte ich sau schlecht einschlafen, ich habe ein bisschen TKKG gehört. Das mache ich ab und zu, das klappt. Also ich habe TKKG und Einschlafmusik immer so mal hier und da, das hat gestern nicht so gut geklappt. Irgendwann bin ich dann doch eingeschlafen. Und ich habe dann noch... Ja, also ich bin dann irgendwann aufgewacht. Mir war mega kalt. Hier kommt der Gank. Mir war mega kalt und zusätzlich... Mir war richtig schlecht. Also richtig schlecht. Also Übelkeit war komplett over. So, dann packen wir mal einen Punkt in die W. Und later. Also Übelkeit und Frostattacke. Ja, das Erste, was ich... Erstmal wollte ich liegen bleiben und dachte so, ja, das wird schon funktionieren. Dann habe ich aber gedacht, nee, das wird nicht funktionieren, das bleibt, das wird nicht besser. Das Erste, was ich gemacht habe gegen Übelkeit, ist so eine... Ich weiß nicht, ob das damals von den Alkoholzeiten kommt, aber... Erstmal Milch. Beziehungsweise, ich habe auch immer so das Gefühl, wenn mir übel ist, dann liegt das vielleicht auch daran, dass ich Hunger habe oder so. Und manchmal kann man ja auch sagen, ja, wenn du vom Alkohol schlecht ist, dann erstmal so ein bisschen was zum Verdünnen oder... Ne, der mit der Magen was hat, so irgendwie in diese Richtung. Das heißt, erstmal Milch rein. Milch ist immer so... Na, wenn man mich fragen würde, Tobi, ich drifte jetzt 20 Mal ab. Wenn man mich fragen würde, Tobi, wenn du noch eine Sache nehmen dürftest auf der Welt, Milch. Na, mit Milch wirst du satt. Und du hast halt was zu trinken. Klar, jetzt würden Leute sagen, ja, aber dann zu viel dies und zu viel das und ne. Aber nur Wasser überlebst ja nicht. Müsst ihr ja berücksichtigen, ne? Könnt ihr ja mal sagen, was ihr nehmen würdet, wenn ihr nur eine Sache. Na, ihr müsstet aber, es müsste irgendwas sein, womit ihr. Zum Beispiel Aloe Vera, die kann man bestimmt essen und ist Wasser drin. Das wäre was, ne? Du musst halt überleben. Oder du hast gute letzte Tage. Indem du einfach 2-3 Tage Burger isst und dann vertrocknest du. Aber du hattest Burger. Ja, also auf jeden Fall habe ich erstmal Milch reingehauen. Bin dann... ja, noch pissen gegangen, weil, ja, ich weiß nicht. Wenn du auf Toilette musst, kannst du überhaupt nicht schlafen. Und dann habe ich... mir eine Decke geholt, eine zweite. Ich habe immer nur eine Decke, habe mir eine zweite geholt, die, ja, ist so auf Reserve da.
Die habe ich mir irgendwie gekauft. Die ist auch giga kuschelig, muss man sagen. Aber eigentlich benutze ich die nicht. Aber jetzt habe ich sie gebraucht. Und ich habe mich in diese zwei Decken reingepackt. Und das ist normalerweise viel zu warm. Eine Decke ist schon fast zu warm. Und ja, im Prinzip, ja, wir geben immer ein bisschen Damage mit hier. War mir immer noch kalt. Mir war richtig, richtig kalt. Obwohl ich wusste, dass mir nicht kalt war. Also, mir war, also, mir kann gar nicht kalt sein, wenn ich zwei Decken habe. Versteht ihr, was ich meine? Ne? Also, das kann nicht kalt sein, aber der Körper hat sich trotzdem kalt gefühlt. Und das war ein Problem. Ein großes Problem. Wir gucken mal, dass wir eben reinpushen und shoppen gehen, damit wir nicht platzen. Und dann habe ich mich auch, also ich habe richtig, nicht nur kalt, ich habe richtig krass gefreut. Ich habe mich wie so ein Embryo in, also zusammengekauert, eingekrümelt und... Timo hat aber auch einen guten Booty, ne? Muss man sagen. Ja, eingekrümelt. Dann habe ich natürlich am nächsten Tag, das hatte ich schon mal, das Ganze. Das heißt, es ist, ja, vor einer Woche oder so hatte ich das schon mal oder vor anderthalb oder sowas. Das heißt, es ist jetzt das zweite Mal gewesen. Und dann habe ich natürlich erstmal geguckt, Symptome. Habe ich erstmal Frostattacke eingegeben und Übelkeit. Dann wurde das erstmal korrigiert zu Fressattacke, ja. Im Prinzip kam dann irgendwie, da habe ich das rumgeschrieben und hier und da, dann kam Schüttelfrost. Schüttelfrost. Ja, so kann, also da die Erklärung war von wegen, hey, wenn dir, wenn du kurz vor einer Infektion stehst, dann macht der Körper das für mehr Wärme und dann, aber das ist so, als würden die Muskeln zittern so richtig und irgendwie sowas stand da und das war, glaube ich, nicht unbedingt der Fall. Wir geben jetzt mal richtig auf den Sack, den Boy. Ne, das sieht lecker aus, das sieht lecker aus, das ist fein. Wir haben auch Schuhe, er hat nur diese Papierschuhe. Also ich glaube, Schüttelfrost ist nicht. Ich wollte dann sagen, ja, wahrscheinlich bin ich schwanger. Aber, und ich hatte auch überlegt, ob ich das auf Twitter schreibe, so von wegen, ja, hey Leute, ich bin schwanger. Aber wir können ihn übrigens töten. Aber wir warten eben seine Karte ab. Aber ist eigentlich egal. Also, dann hatte ich überlegt, so, wenn ich das jetzt schreibe, dann schreiben da bestimmt so richtige neunmal kluge Frauen, ja, hey Tobi, du kannst gar nicht wissen, wie es ist, schwanger zu sein, du bist ein Kerl. Und dann dachte ich mir aber, ja, hey, ihr wisst es auch nicht, weil die meisten Frauen waren ja auch noch nicht schwanger. Ihr seid zwar Frauen, aber ihr... Ne, selbst eine Frau weiß ja nicht, wie es ist, schwanger zu sein, außer sie war mal schwanger, aber die meisten sind ja noch nicht schwanger gewesen. Ja, auf jeden Fall. Keine Ahnung. Ich habe auch ständig Hunger, dann habe ich mal heute irgendwie so gedacht, ja, wahrscheinlich habe ich einen Bandwurm. Keine Ahnung. Ne, gegen so Viren. Aber das redet man sich ja auch immer ein, ne? Wenn du jetzt, wenn ich euch jetzt sage, euer Kopf juckt und ihr habt Läuse, dann denkt ihr jetzt wahrscheinlich, euer Kopf juckt und ihr habt Läuse. Das zu dem Thema. Vielleicht könnt ihr, wenn ihr sowas auch schon hattet, könnt ihr es ja gerne sagen. Falls ihr so Freezy Frost-Attacken hattet. Thema Nummer 2, Autoreparatur. Mein Auto ist ein Peugeot RCZ, der war kaputt. Ich bin leider beim Rückwärtsfahren gegen eine Wand gefahren, gegen eine Garage. Weil ich das einfach schon 100.000 Mal gemacht habe und es war dunkel. Und ja, beim 100.000. Mal war es dann einfach... Ja, was soll ich sagen? Du denkst, du hast, weißt, wie es geht und guckst schon gar nicht mehr hin und zack, war es kaputt. War hinten die Ecke kaputt. Sah schon teuer aus. Der Reparatur, mein Heini, meint auch schon, ja, so 3000 wird sein. Oh Gott, das ist wahrscheinlich die Story für die ganze Dings hier. Dann wurde das erstmal Versicherung angerufen. Die haben den mit einem Abschleppdude, da muss ich eigentlich nochmal Beschwerde einreichen. Die haben den Abschleppdude gesagt, hier, hey, der soll es abschleppen. Da habe ich gesagt, ja, okay, schickt ihn vorbei, ist cool, gar kein Stress und so. Und dann haben die den vorbeigeschickt, der hat es abgeschleppt, zu sich hingebracht. Und dann habe ich so gefragt, ja, wie ist denn das? Ist das, sorgen die denn dafür, also werden die Kosten, ich habe Vollkasko und so, also kriege ich dann auch ein Auto, so Ersatzfahrzeug und so? Und dann meinten die, nee, bei dem nicht, der das abgeschleppt hat. Also es war auch über Weihnachten, das heißt, es sind erstmal so Wochen vergangen, weil die auch dann von der Versicherung nicht da waren im Büro. Und dann haben die gesagt, nee, bei dem nicht, aber wenn, ihr, wenn du den zu einer Partnerwerkstatt bringst, dann wird... sorgen die für Mobilhaltung. Das heißt, du kriegst ein Auto. Und ich sag so, ja, okay, dann welche soll ich machen? Dann ja, den und den. Dann haben die das da hingebracht. War cool, war schön. Da, Carvestack ist auch nice. Wir müssen mal ein bisschen machen, weil wir gleich gegankt werden bestimmt. Wir müssen uns ein bisschen absichern hier. Und dann sage ich, ja, hier, der Wagen, sage ich der neuen Werkstatt, der Wagen steht bei dem Typen da. Könnt ihr den bitte abholen, weil, ne, der ist ja auf, ne, der darf ja nicht bewegt werden so. Den dürfen die ja nicht einfach fahren, weil der nicht verkehrstauglich ist. Und dann waren die da und haben gesagt, ja, wir würden den gerne nehmen, aber geht nicht, weil der Typ seine Rechnung bezahlt haben will dafür, dass er so lange da stand.
glaube, jetzt wird ein Gank kommen. Aber wir laufen einfach weg. Oh shit, da hat er meinen Pilz outplayed. Ist hier die Pflanze? Ja, sehr gut. Sehr gut, later. Later. Er denkt jetzt, dass ich hier lang gehe. Ich glaube, ich stelle mich einfach hier rein. No! Aber ich kann mich bewegen, oder? Ich muss einfach nur in der Ecke stehen, wo er mich nicht mit den Karten trifft. Nein! Ich habe außerdem angegriffen. Verdammt. Oh, er war schon wieder in der Mitte. Fuck. Mann, du kannst halt nicht laufen, ohne aus Versehen aufzuklicken. Ach, so eine Scheiße. Aber da kam doch gerade Gangplank. Der hätte da mit seinem Fass das geklärt. Ja. Auf jeden Fall, ne, die konnten den nicht abholen, weil der Typ erstmal, der stand da ja irgendwie 10 Tage auf seinem Parkplatz, weil das geklärt werden müsste, ob der repariert wird und was auch immer alles damit passiert und die Versicherung ja nicht da war. Und 250 Euro wollten die haben. Für die Zeit. Und ich kann das verstehen, weil der war piss, der Typ. Und der wollte den ja eigentlich reparieren. Das ist ein riesen Deal gewesen. Das war auf jeden Fall schon klar, dass es richtig viel Geld wird. Na, wer auch immer das Geld machen wird. Deswegen war der pissed, dass der den Auftrag natürlich nicht bekommen hat. Und dann hat der gesagt, ja hier, komm, ne? Latzen. Und weil mir das schon alles auf den Keks ging, weil mein Auto schon ja wochenlang nicht fertig gemacht wurde und hier überall rumstand, habe ich dann gesagt, hier komm, nimm das scheiß Geld. Und jetzt holt den da verdammt nochmal ab. Dann haben die den abgeholt, das hat geklappt. Allerdings, ja, dann haben die sich den Wagen angeguckt und so weiter und, wir haben Gutachten und so weiter, blablub. Richtig viel kneten, Leute. Richtig, richtig. Die haben gesagt, es wird schon wieder teuer und mein Auto wird, der Peugeot RCZ wird nicht mehr produziert, muss man sagen. Der wird nicht mehr, fuck die Henne, Alter. Jetzt müssen wir laufen. Naja, okay. Der wird nicht mehr gebaut. Und das war auf jeden Fall schon mal so ein Problem. Das heißt, Teile, schwierig. Ne, das Ding ist, quasi im Dezember hatte ich den Unfall. Im Januar, Mitte Januar, wurde dann tatsächlich mal angefangen mit dem Wagen. So um den 15. rum wirklich. Und dann quasi, ja, dann sind Wochen vergangen. Wochen sind vergangen. Ich habe natürlich ein Auto von dem bekommen, einen Automatikwagen, einen Corsa. Ne, super. Corsa denkst du immer, ja, ne? Aber voll gepumpt mit Technik. Also wirklich High-End, alles drin. Alles, was du brauchst, ne? Sitzheizung, automatisch hier, automatisch da. Alles, alles, was geht, wirklich. Ne? War auch ein neuer Wagen, neuer Corsa. Also relativ, so 8000 Kilometer oder so. Und dann habe ich den super lange gefahren. Wochen vergingen, Monate vergingen, das war mittlerweile Februar. Und die haben in der Zeit, wo die mein Auto noch nicht fertig gemacht haben, die haben gesagt, die haben Schwierigkeiten mit einem Teil. Erstmal mussten die den noch ziehen irgendwie. Keine Ahnung, was das heißt. Und dann hatten die Schwierigkeiten mit einem Teil, das die extra für diesen Wagen anfertigen mussten. Das war, glaube ich, hinten das, keine Ahnung, wie das heißt, Bug oder so. Hinten Heck oder so. Keine Ahnung, ist ja egal. Auf jeden Fall haben die in der Zeit den Ersatzwagen, den ich hatte, verkauft. Ne, die hatten zwischendurch noch angerufen, ja, hier ist so ein Typ, ne, der kann kein Schaltwagen fahren, du hast eine Automatik, können wir das tauschen und so weiter. Es war auf jeden Fall riesige Katastrophe, kann man insgesamt sagen. Den hier müssen wir mal töten, der nervt. Hier, den machen wir jetzt kaputt, Leute. Oh, fuck this game, Alter. Ich bin aber raus. Ich bin richtig leider. Ja, wenn die da jetzt nochmal ein bisschen durchlaufen, dann... Alter, Brüder und Schwestern. Der kommt jetzt. Ah, scheiße, er killt mich mit der Q, der Master hier gleich. Und Gangplank ist auch nochmal hier. Ach, scheiße, ey. Oh, my boy. Oh, my boy. Ach, fuck this game. Komm, get ihn. Get ihn. Oh, man. Wieso gehen immer. Was macht eigentlich mein Team? Wieso sind die immer bei mir? Was passiert? Ja, auf jeden Fall, ne, hat er dann aber gesagt, nee, brauchst du doch nicht den Automatikwagen abgeben, weil der Kunde hat jetzt einfach direkt ein Auto gekauft. Ja, okay. Ja, Wochen vergingen, Monate vergingen, wir haben mittlerweile April und die haben dann irgendwann gesagt, ja, hey, Tobi, dein Auto ist fertig. Wahnsinn, dein Auto ist fertig. Ich konnte es kaum glauben, ich habe es abgeholt. 9500 Euro hat der Spaß gekostet. Ordentlich auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Nummer. Aber mein Auto ist fertig. Sieht sehr gut aus. Und es war insane sauber. So, diesen chemischen Geruch. Diesen nicht so chemisch wie Zitrone oder ne, Waldmeister oder keine Ahnung, Erdbeere oder irgendwas. Sondern einfach chemischer Geruch, aber geiler. So Reinheitsgeruch, wisst ihr?
Richtig, richtig geil auf jeden Fall. Das hat mir sehr gemundet. Dass Marseille 4-0 ist, mundet mir überhaupt gar nicht. Aber das hat mir sehr, sehr gefallen. Und das zur Autostory. Mein Auto ist wieder fertig. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Also ich hatte in der Zeit aber trotzdem... Ach, jetzt habe ich das ein bisschen geskippt. Aber hatte ich noch einen Leihwagen. Ich habe zwei Leihwagen gehabt. Den einen haben die in der Zeit verkauft, den ich hatte. Da haben sie gesagt hier, hey, bring den bitte zurück. Wir haben den verkauft. Denk mir so, ja, okay, cool. Nice. Wie wäre es, wenn ich auch mal wieder ein Auto hätte? Ja, und dann haben die... und dann habe ich aber noch... Habe ich einen komplett neuen bekommen. Der hatte wirklich 1000 Kilometer drunter. War noch krasser als der erste, was Technik anging. War auch ein Corsa, aber alles High-End. Ja, das war's zu der Geschichte. Kaffee. Kaffee war auch Katastrophe. Ich habe ja einen Kaffee-Vollautomaten von Jura. Bin absolut begeisterter Latte Macchiato-Trinker und generell Kaffee. Ich bin tot, by the way. Ich bin sehr tot, by the way. Ach, leck mich. Habe ich eigentlich... Wir haben halt eine 0-2 Vayne und alle Kills auf Dresch. Top-Lane nicht so geil, nur Jungle läuft. Schwieriges Game. Schwieriges Game. Wir kaufen mal ein bisschen CDR. Keine Ahnung, was wir damit kaufen werden. Ja, Kaffee und ich bin mir noch ganz unsicher. Ich möchte jetzt ganz gerne Kaffeebohnen verschiedenste ausprobieren. Und wenn ich schon so einen teuren Kaffeeautomaten habe, dann würde ich auch gerne teure Bohnen reinhauen. Ich habe mir ein bisschen ein paar Videos angeguckt und gedacht, ja, Kaffeebohnen. Im Prinzip muss man sagen... Ja, also grundsätzlich bei Qualität, es gibt Kaffeebohnen, da sieht man halt den Unterschied, weil gute Röstereien, dann sind die alle in der gleichen Farbe, die Kaffeebohnen, so nicht über, so, und bei schlechten zum Beispiel sind einige heller, einige dunkler, halt unterschiedlich geröstet, weil das irgendwie in Masse oder so dann nicht ordentlich gemacht wird, irgendwie so, keine Ahnung. Naja, und die sind dann wahrscheinlich auch schon länger irgendwo in so einem Lager, ne, wurden schon vor 2 Jahren geröstet und was weiß ich. Auf jeden Fall habe ich mir dann jetzt mal ganz am Anfang, oder ich habe mir jetzt dann bei so einem Markt mal verschiedene Bohnen bestellt. Ich sag jetzt den Namen nicht. Das waren sehr, sehr teure. Sehr, sehr teure Bohnen. Drei und halt immer so 250 Gramm. 250 Gramm ist natürlich nicht so klug, weil das dann teurer ist, aber ne, dann kann ich halt dreimal 250 Gramm, um das zu testen. Und also der Master Yi wird hier komplett alles vernichten. Traurig, dass der sogar 5-5 hat. Und ich verliere mal den Faden bei dieser Scheiße. Ja, und dann habe ich gesagt, das war am 26. März, habe ich die bestellt. Oder am 22. habe ich gesagt, ja, hier, die 3 Stück, bringt sie mir bitte vorbei. Wochen vergingen, noch mehr Wochen vergingen. Dann habe ich jetzt heute mal reingeguckt und gesagt, ja, hey, wo bleibt denn mein... Ich bin so, wenn es nicht kommt, dann denke ich mir, ja, es wird schon irgendwann kommen. Ich bin da jetzt nicht sofort alarmiert. Ich habe dann aber heute mal gedacht, okay, jetzt langsam bräuchte ich mal wieder neuen Kaffee, weil ich mir in der Zwischenzeit so eine kleine Scheißpackung gekauft habe für 250 Gramm nochmal im Laden und habe mir gedacht, ja komm, irgendwann muss er... Nein, Leute! Ich bin noch nicht fertig! Hier wird noch nicht surrendered! Ich muss noch erzählen! Ja, also der Kaffee war auf jeden Fall nicht da. Dann habe ich da heute geguckt, ja, Zustellung nach mir... Dies und das, ne? Hier ins Lager, da ins Lager, zu mir rübergebracht, blablub. Allerdings, Problem bei der Zustellung, wurde beschädigt. Ich denke, ja, scheiße. Wieder zurückgeschickt worden. Heute, am Dienstag angekommen. Aber nichts weiter passiert. Am Dienstag bei denen angekommen, nichts anderes passiert. Ich denke mir so, ja, scheiße, Alter, was ist los? Ich habe angerufen, er sagt mir so, ja, na, das war jetzt nicht ganz so geil, aber vielleicht getten wir den, ja? Ich meine, ich könnte die, ja, das ist gar nicht schlecht. Das war sehr schlecht sogar. Aber ich mach jetzt so, komm, gette den jetzt, komm. Bruder, mach doch mal was. Er macht halt nichts. Hier, Pilz. Ja, sehr gut. Heute angerufen bei dem Typen, gesagt, ja, hier, ne, Kaffee, wo bleibt der? Da hat er gesagt, ja, pff, keine Ahnung, weiß ich nicht, ist nicht da. Kann ich im System auch nicht sehen. Und wurde wohl im Lager angenommen, aber wurde irgendwie nicht an uns geschickt und die hatten die irgendein internes Problem. Und ich bin ein super toleranter Mensch, wenn ich irgendwo anrufe. Ich bin so... Also ich sag nicht so, ich bin nicht so ein Pöbelmensch, sondern ich sag, ja, ne, kann passieren, dies, das, anderes, oh, den getten wir, Leute. Wir machen jetzt den fliegenden Get, ne, doch nicht. Aber auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das dreist ist, da könnt ihr jetzt drüber diskutieren. Ich habe dann so gesagt, ja, also ich möchte auch irgendwann mal gerne wieder Kaffee trinken, das habe ich so gesagt, ne, und ich, mein Kaffee ist jetzt mittlerweile leider leer. Na, ich habe ja extra am Vornherein den Kaffee gekauft, aber der ist jetzt nicht da gekommen, das ist natürlich unglücklich. Das heißt, ich muss mir jetzt anderen Kaffee heute kaufen. Ne, weil der hat gesagt, ja, sein Kaffee wird dann erst Montag losgeschickt und dann braucht das wahrscheinlich wieder eine Woche und bla bla bla. Ne, hab ich gesagt, ich kaufe mir jetzt heute Kaffee und, also das ist natürlich echt doof und, ne, und, vielleicht könnten sie ja eine kleine Entschädigung beilegen.
Und da hat der Rex gesagt, ja, ist gar kein Problem, machen wir, ist okay. Findet ihr sowas ist dreist zu fragen? Das heißt, als Beispiel hätte ich sowas nicht gesagt, hätte ich es natürlich auch nicht bekommen. Ich weiß jetzt nicht, was kleine Entschädigung heißt. Vielleicht kriege ich noch ein 250 Gramm Kaffee gratis dazu. Vielleicht liegt da gleich eine Tüte Mini-Gummibären bei, die komplett wasted sind. Weiß man nicht, aber na, es kann sich ja mal lohnen, ab und zu einfach ein bisschen, ja, was heißt hartnäckig zu sein, aber ein bisschen mehr mit, ne, einfach nochmal was zu sagen. Ne, grundsätzlich gibt es, glaube ich, kein Gesetz, was sagt hier, hey, du hast Anspruch, wenn so und so lange, also wahrscheinlich gibt es schon irgendwo was, aber in meinem Fall glaube ich nicht, also bei der Zeit, keine Ahnung. Aber ne, grundsätzlich wollen die sich ja auch immer gut tun mit dem Kunden. Und wenn du dann noch gleichzeitig ein relativ lieber Kunde bist und nicht so pöbelst, ne, die machen ja auch ganz gute Gewinne mit ihren Sachen, dann könnt ihr auch mal ein bisschen Kaffee beilegen. Ne? Ich meine, bei mir machen sie jetzt wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich auch immer noch Gewinne, aber ja, ich habe hier eigentlich noch ein paar Themen, Leute. Ich wollte noch gerne über Sport, Spaß an League, Zweitkanal, Content und so Sachen drüber reden, aber das Game ist jetzt hier gleich over. Ich glaube, entweder wir reden jetzt einfach noch ein bisschen, oder weil das ist jetzt so oder so over. Ich meine, ein bisschen kann ich ja noch reden. Sagen wir zwei Themen, zwei wichtige Themen. Zweitkanal und Content. Sport müssen wir ein anderes Mal machen. Für die, die es noch interessiert, kann ich ja gerne noch ein bisschen reden. Also. Content. Mein Content ist aktuell super bad. Super bad, sind wir uns einig. Ich bin super dankbar für alle, die aktuell meine Videos noch schauen, die immer noch zugucken. Wirklich sehr, sehr dankbar, denn ich finde meinen Content selber nicht gut gerade. Ich hatte mal besseren Content, aber ich habe gerade echt Schwierigkeiten mit League, dem Spaß an League. Und deswegen, jetzt letztens habe ich ja Kindred gespammt, dann hatte ich sehr, sehr viel Spaß. Aber ich muss immer was für mich entdecken, damit ich richtig Spaß habe. Aber es ist gerade auch einfach sehr schwierig, weil ich irgendwie keinen richtigen Schlafrhythmus habe. Ich stehe zu spät auf. Ich habe auch irgendwie die letzten Tage nicht wirklich gute Laune oder letzten Monate, muss man eigentlich schon sagen. Also es ist alles insgesamt sehr schwierig. Ich würde gerne trotzdem nochmal Dienstag versuchen, mein Content ein bisschen nach oben zu schieben. Das heißt, Montag, bis Montag kommt nochmal quasi, also Montag inklusive, Full Gameplays, damit wenigstens etwas kommt. Das ist ja schon mal ein Step zu, es kommt gar nichts. Und ab Montag würde ich dann gucken, dass wir natürlich wieder Edit Gameplays bringen, dass dann auch wieder vielleicht Formate wie Iron Bravery oder auch ferngesteuert wird sehr, sehr oft angefragt. Und natürlich, dass generell auch einfach geschnittene Videos kommen, informative Videos. Das heißt, vielleicht mal wieder, ja, ich weiß, also ich werde wahrscheinlich auch mal wieder ein Lore-Video bringen. Lore-Videos haben nie gute Klicks, aber werde ich trotzdem machen. Einfach, ne, für die, die es gerne haben. Nicht so oft, aber ab und zu vielleicht mal. Ansonsten werde ich wahrscheinlich, also ich will jetzt nicht zu viel sagen, was ich werde, weil es wäre cool, wenn ich überhaupt erstmal werde, ne. Aber ich würde natürlich gerne mal wieder was bringen. Und auch auf meinem Zweitkanal. Das heißt, auf meinem Zweitkanal werden auch wieder mehr Videos erscheinen, wenn es klappt alles. Das heißt, da würde ich mich drüber freuen, wenn die Leute, die sich gerne längere Sachen reinziehen. Oh Gott, das klingt ein bisschen zweideutig. Aber, ne, falls ihr da gerne vorbeischauen wollt, mein Zweitkanal, der ist auch unten in der Beschreibung verlinkt. Da gibt es meistens die Uncut-Videos zu meinem League of Legends. Das heißt, Edit-Gameplays sind ja immer in Uncut auf dem Zweitkanal. Und es gibt da auch dann so Sachen wie Satisfactory werde ich da spielen. Subnautica läuft gerade. Vielleicht werde ich noch im Oxygen spielen. Vielleicht gibt es noch immer irgendwann Stronghold. Ich glaube, Warcraft wollte ich demnächst mal. Also Warcraft, aber Ranked Ladder. Da kommt ja bald das Reforged raus. Das würde ich, glaube ich, dann gerne noch mal ein bisschen spielen. Und verschiedene Sachen. Und in dieser Richtung quasi das Ganze. Ja, ich hoffe, das hat euch nicht zu sehr gelangweilt. Ihr könnt mir ja gerne sagen, ob wir gerne noch mal so ein Talk-Format machen sollen. Ihr könnt natürlich gerne eure Kommentare zu all dem, was ich gerade gesagt habe, droppen, falls ihr wollt. Ja, das Game, ich meine, es war am Anfang cool, dann war es insgesamt sehr scheiße. Es war eigentlich ein Gameplay, was ich nicht hochladen würde, aber weil es ja auch jetzt nicht so drauf ankam, war es, glaube ich, in Ordnung, hätte ich gesagt. Ja, und dementsprechend würde ich sagen, ich verabschiede mich, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, haut rein, seht dazu, auf Wiedersehen und goodbye. Miau, miau.